Gehört Sie wohl einen herzlichen guten Abend hier zu Reinis Nachtgedanken zu Beginn dieser Woche. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben und wieder mit einer kleinen Geschichte den Tag ausklingen lassen wollen, um dann einen gesegneten Schlaf zu haben. Es war ein Pianist, der unterhielt sich mit seinem Freund und sagte: Du, stell dir vor, es ist ganz verrückt, wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke ich das sofort. Und er fuhr fort und sagte: Und stell dir vor, wenn ich 2 Tage nicht auf meinem Flügel übe, dann merken es die Freunde aber ziemlich deftig. Und wenn ich 3 Tage nicht übe, dann merkt es das Publikum. Da runzelte sein Freund die Stirn und sagte: Ja, ich bin kein Pianist, aber mir geht es ähnlich, und zwar auf einem anderen Gebiet. Und er sagte: Wenn ich 1 Tag nicht bete, dann merkt es Gott. Wenn ich 2 Tage nicht bete, dann spüre ich es. Und wenn ich 3 Tage nicht bete, dann spürt es meine Umgebung. Eine wohl seltsame Geschichte. Bei einem Pianisten wissen wir Bescheid. Da macht es die Fingerübung aus, da brauchen wir das. Und so stellt sich doch bei dieser Geschichte wirklich die Frage: Ist es so, dass wir für alle Tätigkeiten in unserem Leben tatsächlich die Übung brauchen? Und zwar die tägliche, dass wir ohne Unterlass immer dabei bleiben müssen. Haben Sie schon einmal nachgedacht, wenn Sie irgendeine Tätigkeit nicht regelmäßig durchführen, wann Sie es spüren, wann es die Umgebung spürt? Oder wann es dann vielleicht auch nur die Freunde spüren. Ich denke, diese Geschichte hat etwas Wahres, dass alles, was wir tun, Übung braucht und die Wiederholung braucht, damit wir dies wirklich auch gut können. Und ich denke, da brauchen wir nicht nur den Pianisten uns anschauen und nicht nur jenen, der zu Gott betet, sondern da zählen unglaublich viele Dinge dazu. Wenn wir es eine Zeit lang nicht mehr gemacht haben, dann spüren wir, es funktioniert nicht mehr richtig. Aber noch erstaunlicher ist ja bei dieser Geschichte, dass es da nicht nur um ein Handwerk geht, wie bei dem Pianisten, sondern dass es darum geht, dass hier einer wirklich sagt: Auch wenn ich den Kontakt zu Gott nicht regelmäßig pflege, dann spürt es nicht nur Gott, sondern er selbst und das Umfeld. Versuchen wir es doch einmal mit dem Kontakt zu einem Menschen zu vergleichen. Wenn ich mit meiner Frau nicht mehr reden würde, dann spüre ich das natürlich sofort. Und dann spürt es sicherlich auch meine Frau demnächst und dann sicherlich darüber hinaus das Umfeld. Selbst bei sozialen Kontakten fällt es also auf, dass wir den Kontakt brauchen. Und so denke ich, ist es auch wichtig, dass wir den Kontakt zu dem nicht abbrechen lassen und immer wieder auch in Übung sind, der uns geschaffen hat, der uns das Leben gegeben hat. Es ist eine Erinnerungsgeschichte, damit wir in der Wiederholung nicht müde werden. Ja, und vielleicht ist das Leben eine ständige Wiederholung, ein ständiges Pflegen von Kontakten, ein ständiges Wiederaufbessern verschiedener Tätigkeiten. Und so möchte ich Mut machen, nicht nur das Handwerk zu praktizieren, daneben auch die sozialen Kontakte zu pflegen und ganz besonders auch daran zu denken, dass das Wichtigste wohl der Kontakt ist, zum Schöpfer das Gespräch zu halten und zu pflegen. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete und ruhige und entspannte Nacht und dass Sie morgen Zeit finden, die wichtigsten Dinge auch in der Wiederholung zu üben. Und vielleicht denken Sie heute Abend, wenn Sie zu Bette gehen, noch einmal darüber nach, welche Dinge sollte ich wohl besonders wiederholen und pflegen, welche Dinge sind lebenswichtig für mich. In diesem Sinne, werden oder bleiben Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf
Und mein größter Wunsch, den darf ich Ihnen natürlich auch heute Abend mitgeben, bleiben Sie mit Gott verbunden. Auf Wiederloge.